Willkommen zu Märchen durch die Zeit. Heute erzähle ich euch ein kurzes Märchen, aber ein für diese Zeit wichtiges Märchen, sehr, sehr wichtiges Märchen. Und zwar das Märchen vom Herzen der Welt. Ihr wisst, die Welt ist groß. Sie ist groß, 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 so groß, dass sie nicht in meine Kamera passt. Aber an einem Ende, an dem Ende der Welt, da wohnt das Herz der Welt und an dem anderen Ende, da steht ein Berg. Doch ich kann das Märchen ja nicht so erzählen, also hole ich es ein wenig heran, die beiden Enden. Also hier wohnt das Herz der Welt und dort steht ein Berg. Das Herz der Welt ist für die Augen der Menschen unsichtbar, doch es ist verbunden mit allen Herzen. Mit den Herzen der Pflanzen, mit den Herzen der Tiere und mit den Herzen der Menschen. Und der Berg, auch er ist für die Augen der Menschen unsichtbar. Er ist glatt wie Glas, kein Riss, kein Sprung ist in dem Berg, doch ganz oben dort, wo er in die Wolken reicht, dort ist ein Spalt. Und aus diesem Spalt sprudelt die Quelle des Lebens. Das Herz der Welt hat eine große, große Sehnsucht. Es will dieser Quelle nah sein, so nah wie möglich. Aber das Herz weiß auch, wenn es seinen Platz verlässt, dann kann es die Quelle nicht mehr sehen. Und dann wird es sterben vor Sehnsucht. Und mit ihm alle Herzen der Welt. Und so hat sich das Herz der Welt etwas einfallen lassen. Es schenkt der Quelle an jedem Morgen den neuen Tag. Ihr wollt wissen, was der neue Tag ist, wo er herkommt. Das will ich euch erzählen. Wenn die Sonne am Morgen aufgeht, dann sendet sie ihre Strahlen in die Welt. Und diese Strahlen sind wie goldene Lichtfäden. Die fliegen über den Himmel, die fliegen über die Erde. Und ein Engel webt aus diesen Fäden den neuen Tag, einen wundervollen Teppich. Und diesen Teppich schenkt der Engel am Abend dem Herzen der Welt. Und dann löst er sich auf, dann verschwindet er. Und am nächsten Morgen, wenn es hell wird, dann schenkt das Herz der Welt der Quelle des Lebens den neuen Tag. Und sie kann einen Tag lang weitersprudeln. Und wenn die Sonne aufgegangen ist, dann schickt sie wieder ihre Fäden in die Luft, über die Erde. Doch wo ist der Engel? Wo ist der Engel? Ich will es euch verraten, denn der Engel muss ja wieder erscheinen. Der Engel entsteht in der Nacht. Der Engel entsteht in der Nacht aus unseren sanften Handlungen, aus unseren liebevollen Träumen und aus unseren friedlichen Gedanken. Daraus erwächst der Engel, sein Körper, seine Arme, seine Hände, seine Beine, seine Füße, seinen Kopf, seine Flügel. Und dann kann er wieder weben, den neuen Tag. Doch sollte es eine Nacht geben, in der die Menschen nicht genug sanfte Handlungen tun, in der sie nicht genug friedvolle Gedanken haben, nicht genug liebevolle Träume, dann wird der Engel nicht wieder erscheinen. Er wird nicht erstehen. Dann wird die Sonne aufgehen
und wird ihre Strahlen in die Welt schicken. Wie goldene Fäden fliegen die Fäden über den Himmel, durch die Luft, über die Erde. Sie fliegen um Bäume, sie fliegen durch das Gras, sie fliegen um Menschen, um Tiere. Doch ist niemand da, der sie fängt und zu einem wunderschönen Teppich webt. Und so bekommt auch am Abend das Herz keinen neuen Tag. Und am nächsten Morgen kann das Herz der Quelle keinen neuen Tag schenken. Und dann hört die Quelle auf zu fließen. Sie sprudelt nicht mehr. Sie schickt das Wasser des Lebens nicht mehr in die Welt. Und darüber wird das Herz traurig. Es wird so traurig, dass es stirbt. Und mit diesem Tod sterben alle Herzen der Welt. Die Herzen der Pflanzen, die Herzen der Tiere und die Herzen der Menschen. Und damit das Leben weitergeht, müssen wir in jeder Nacht sanfte Handlungen tun, friedliche Gedanken haben und liebevolle Träume. Kommt gut durch diese Zeit. Und falls ihr den Wunsch verspürt, ein Bild zu malen zu dieser Geschichte, zu der Geschichte um das Herz der Welt und den Engel, dann malt diese Bilder und schickt sie mir auf märchen@ole-bildermensch.de. Das findet ihr am Ende des Films noch einmal. Kommt gut durch die Zeit.